Erster Stream wieder mit Seiten auf Null. Hat aber echt lang gedauert, dass ihr den Weg hier reingefunden habt, ne? So, Verdienst und so. Ich habe ja auch nie drüber gesprochen. Ich kann euch aber eine Sache zeigen. Deswegen, ich verstehe auch immer nicht die Leute. Auch hier zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo essen bin oder so, ne? Ich schwör's, das Gespräch fängt so an. Ich gehe zum Beispiel irgendwo essen, kommt irgendeiner zu mir. Ja, du machst doch diese YouTube-Videos. Ja. Wie verdient man eigentlich? Waller, erste Frage. Mal angenommen, du gehst jetzt zu einer Person, fragst sie, wie viel Geld du verdienst. Die Person sagt zu dir, ich verdiene 100.000 Euro im Monat. Das ist nur ein Beispiel, ne? Was bringt es dir? Hast du dann im Endeffekt 100.000 Euro auf dem Konto? Nein. Stellt den Leuten doch lieber andere Fragen, die man euch auch stellen sollte. Zum Beispiel, wie es euch geht, was eure Hobbys sind, dies und das. Wie gesagt, ich werde mich dazu auf jeden Fall nicht äußern. Ich kann euch nur eine Sache zeigen. Ich wollte euch gerade nur einen Monat von mir zeigen, aber nicht den aktuellen Monat, sondern den ersten Monat, wo ich YouTube gemacht habe. Ich kann euch aber nur eine Sache sagen, ne? Eine kleine private Story. Ich habe ja YouTube mit wie viel... Wann habe ich angefangen? Vor 4 Jahren, ne? Junge, 4 Jahre und ich habe immer noch nicht die Million auf Konto. Das ist echt traurig. Beigetreten am 25.06.2016. Am 4.07.2016. Also ich habe das erste Video hochgeladen, das war... das Vorstellungsvideo. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war, ne? Ich habe PS4 gespielt mit Kollegen von mir. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin in einer Party und ich habe das erste Video ein paar Tage davor gedreht. Und ich schwör's euch, ne? Das Video ging 30 Sekunden. Ich habe im Schnitt 4-5 Stunden gebraucht, weil das war Neuland für mich. Ich kannte mich gar nicht mit diesem Schnitt und so aus, ne? Ich schneide das Video auch voll so auf 20 Mal angeguckt, weil ich mir dachte, ich bin der Heftigste. Und so dies, das. Ich habe hier alles auseinandergenommen mit der Bearbeitung. Wenn ich mir das Video jetzt angucke, denke ich mir erstens, kauft ihr eine andere Kamera, render richtig und schneide ordentlich. Ich lade das Video hoch und ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, in einer halben Stunde hatte ich 100 Aufrufe mit dem ersten Video. In einer halben Stunde, ne? Ich bin so durchgedreht, meine Mutter noch im Hintergrund, die hat gar nichts von der Welt mitbekommen, so, ne? Die da war eher so auf meinen Schulfokus. Ich gucke Likes, da waren null Dislikes oder nur, ja, null Dislikes und dann kamen die ersten Dislikes, wo du dir immer gefragt hast, Digga, wer ist das? Das müssen doch Leute sein, die dich persönlich kennen. Warum Dislike der? Da hast du richtig auf diese Dislike-Statistik geachtet, ne? Wenn man jetzt vergleicht, ist das übertrieben. So ein Fortschritt, weil jetzt bin ich jeden Tag im Büro. Also das ist ja schon Routine geworden, versteht ihr, wie ich meine? Du gehst schlafen, weißt, okay, morgen bist du im Büro, um zu arbeiten. Früher war das nicht so. Früher habe ich vielleicht ein Video in einer Woche, anderthalb Wochen gebracht. So. Da habe ich mehr gechillt, als irgendwas zu machen. So. Ich habe dann so die ein oder anderen Videos gedroppt. Und den ersten Monat, das kann ich leaken, wie viel ich im ersten Monat YouTube Geld verdient habe. Ne? Das erste Geld, was ich von YouTube bekommen habe, das waren, soweit ich weiß, 140 Euro oder so. 140 Euro, ja. Und da bin ich schon eskaliert. Ich dachte mir, Digga, nächste Woche habe ich eine Immobilie, Digga. Bis zum ersten Idiotentest-Video. Bis zum ersten Idiotentest-Video habe ich kein Geld verdient, ne? Ich habe immer gesagt, ey, ich will erst Geld verdienen mit einer Sache, wenn die Sache mich tagtäglich mitnimmt. Also wenn da schon auch gewisser Stress entsteht, so gewisser Druck. Das war mir natürlich auch wichtig, weil ich will eine Sache machen in Zukunft, die mir auch Spaß bringt. Bringt ja nichts, wenn ich irgendwas mache, was mir mein ganzes Leben lang keinen Spaß macht und ich voll unglücklich bin. Deswegen sage ich auch immer zu euch, macht das, was euch Spaß macht und versucht damit einfach Geld zu verdienen. Und ihr müsst euch vorstellen, dann hatte ich einmal halt 140 Euro verdient und ich voll stolz, weil im Endeffekt, ich war auf der Straße, ich habe das gemacht, ich habe da geschnitten, ich habe der, das wissen die ganzen Leute nicht, aber du schneidest Stunden dafür so, ne? Man sollte sich auch nicht davon abhängig machen, wie viel Geld verdient jemand anderes. Ja, kümmert euch immer um euch selber, seid auf eure Arbeit fokussiert und versucht nicht immer links und rechts zu gucken, oh, was macht der, wie verdient er, welches Video von ihm klaue ich. Versucht euch auf eure eigenen Sachen zu konzentrieren, weil im Endeffekt, wenn der Typ jetzt, wofür ihr euch interessiert, 100.000 Euro im Monat verdient, ändert es an eurem Gehalt nichts. Ich sag auch zu jedem, Digga, bleib dran. Wenn du an einer Sache Spaß hast, motiviert bist, Digga, dann zieh das bis zum Ende durch. Und dann wird es auch was, 100%. Erste Kamera hatte... Jetzt kommt die... Ey, der, jetzt muss ich aber wieder an Bicke denken, ne? Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, meine erste Kamera habe ich mir ja nicht selber geholt, weil ich sage euch, mit 140 Euro kann ich mir ja keine Kamera kaufen, so, ne? Ich wollte mir so eine gute Kamera kaufen zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist die Katastrophe, wenn man überlegt. Aber zu dem früheren Zeitpunkt war die Kamera ganz in Ordnung. Ich glaube, die hat 700 Euro gekostet. Was haben deine Eltern zu tun? Ihr wisst ganz genau, türkische Mütter, die kennen sich mit Internet nicht aus. Die wissen nicht mal, wie man YouTube öffnet. Und dann soll man über YouTube, über das Internet Geld verdienen. Natürlich ist das so ein bisschen, da sind die ein bisschen skeptisch, denken sich, okay, Olum wird sich irgendwie, mach doch erstmal deine Schule, schließ erstmal deine Schule ab und mach dann. Und ich meinte immer zu Anne, Digga, also Digga meine ich jetzt natürlich nicht, ne? Was bringt mir das jetzt, wenn ich eine Sache mache, die mir nicht Spaß bringt? So, im Endeffekt werde ich voll unglücklich sein und das ist auch nicht Sinn der Sache. So, hast du dein Abi gemacht? Genau, gut. Perfekt, dass wir jetzt bei der Frage sind, weil mein Abitur habe ich nicht gemacht. Zu der Zeit war ich, Digga, oh, jetzt kommen wieder diese ganzen Zeiten im Rechnen, Mathe, oh. Ich habe meinen Realschulabschluss, bin sogar einmal sitzen geblieben, ne? Kein Vorbild nehmen, ne, an der Stelle, aber ich habe gefühlt geschwänzt, bin um 8 in die Schule gegangen, bin um 10.30 Uhr, habe ich mir meinen eigenen Schulschluss gemacht und bin dann in die Stadt, um Videos zu drehen. Aber no risk, no fun, sagt man ja so schön. Auch geil, Digga, wenn ich solche Talks führe, dass mich jemand fragt, wie groß ich bin. Perfekt. Ich bin so ein Typ, ich kann mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren. Schule und YouTube unter einen Hut zu bekommen, ist schwer. Die Leute, die es hinkriegen, wirklich Respekt, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich war so ein Typ, ich war nicht so fleißig. Schule ist nicht intelligent, Schule ist einfach, wenn du fleißig bist und deine Hausaufgaben machst und auch lernst für die Klausuren, dann wird es auch so. Deswegen schränkt euch an. Ich habe mich nur auf eine Sache konzentriert. Ich habe YouTube 100% gegeben, der Schule 0%. Natürlich lief die Schule dann nicht so gut. Dann war das so, dass ich zum Beispiel der Schule versucht habe, 100% zu geben. Dann habe ich bei YouTube irgendwie gefühlt nichts hinbekommen. Ich war mal so ein Typ, ich wollte, wenn ich eine Sache mache, wirklich 100% geben. Dann habe ich halt YouTube 100% gegeben, dann hat die Schule auch Hallas gesagt, hat sie sich verabschiedet. Und das hat sich dann immer so in die Länge gezogen, die ich saß. Und habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, irgendwie, ja, das mit Schule und so, das ist jetzt nicht das, was ich gerade will. Da war ja noch mein Ziel, in Anführungszeichen Rechtsanwalt zu werden. Da habe ich zu ihr gesagt, so, ey,
pass mal auf, Digi, ich will kein Rechtsanwalt werden, sondern ich will jetzt hier mit YouTube meine Videos machen und so dies und das. Und dann fing das an. Ihr müsst euch vorstellen, die Anfangszeit war komplett Katastrophe, ne, YouTube. Da hatte ich 1000 Abonnenten, hab mit jedem Video 100 Klicks gemacht und ich war voll so auf Depri, ne. Ich war richtig so, mein Leben war so dieser schwarze Filter, ne, mit trauriger Musik. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Street-Videos zu machen. Ich schwör, seitdem fing das richtig krass an. Ich weiß noch, mit 1000 Abonnenten hatte ich in einem Tag 3000 Aufrufe gemacht. Ich dachte, ich wäre Präsident. Da habe ich da halt weiter angesetzt, weil, sag euch mal so, wenn ihr ein Basketballspieler seid, aber Videos über Fußball macht, dann läuft es nicht. Ihr müsst Sachen machen, die auch authentisch wirken und auch authentisch sind. Sprich, ich war immer so einer, der sich mit Leuten unterhält. Deswegen sage ich auch immer zu euch, macht das, was euch Spaß macht. Das habe ich 20 Mal in diesem Stream gesagt, dass ihr machen sollt, was euch Spaß macht. Aber es ist echt so, macht einfach das, was euch Spaß macht und versucht das zu finden, was euch auch am besten liegt. Und wenn es nicht klappt, dann ganz ehrlich, es gibt genug hier Pakte, die man mit dem Teufel schießen kann. Ganz einfaches Beispiel. Du spielst gut Fußball, du hast nicht zwei linke Beine wie ich, dann werd Fußballer. Aber dann hat es mit der Straße angefangen und da habe ich auch selber gemerkt, ey, das liegt mir am besten. So, das macht mir am meisten Spaß, liegt mir am besten und das kommt auch bei den Leuten am besten an. Mach das weiter. Und habe ich halt weitergemacht. Was ist die perfekte Größe bei einer Frau? Weißt du, ich versuche hier so emotional wie möglich zu reden, ne, so mein Herz ein bisschen auszuschütteln. Und dann kommt die Frage, Größe bei einer Frau. 2,11 Meter, bitte. I've been scoring, cheap does, bore me, blah blah, you bore me.